Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. So, das erste Heimspiel in 2024 steht an. Wir haben morgen Abend hier in der GGZ Arena die U23, der Hertha aus Berlin zu Gast. Rico, du hast sicherlich auch noch das Hinspiel so ein bisschen im Hinterkopf. Da ging es ja teilweise rüber und über, viele Tore. Wäre für uns damals auch ja schon deutlich mehr möglich gewesen zum Beginn der Saison. Aber jetzt haben wir sie im Rückspiel vor der Brust. Was denkst du, was erwartet uns da für ein Spiel? Noch mehr im Kopf habe ich, Daniel, das Sonntagsspiel gegen Luckenwalde. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich durcheinander gekommen bin. Nein, alles gut. Das ist ja ganz frisch und das Auswärtsspiel bei Hertha BSC ist ja nicht mehr ganz so frisch. Das ist ja wichtig, dass wir so ein Spiel, so ein Auftaktspiel in Luckenwalde von der Art und Weise, es klingt ja knapp 1-0. Wir mussten auch eine Druckphase überstehen, das gehört auch zu einem Fußballspiel dazu. Aber wie das die Mannschaft, jeder Einzelne sich dort eingebracht hat, an Engagement, an Einsatzbereitschaft, auch Aufgaben, seine persönlichen Aufgaben erstmal zu erfüllen und dann als Mannschaft zu agieren. Das war beeindruckend für dieses Startspiel mit widrigen Umständen, was die Vorbereitung betrifft, Witterungsverhältnisse etc. pp. Das haben wir aber alle anderen auch. Und jetzt ist morgen Abend ein ganz anderes Spiel gefragt. Also nicht ein anderes Spiel, sondern es kommt ein ganz anderer Gegner auf uns zu. Nämlich eine spielstarke Mannschaft, was wir jetzt aus dem Hinspiel erkennen. Was sich ja auch durchzieht, das sind hochtalentierte junge Menschen. Teilweise sind ein paar Spieler dabei, die jetzt schon in ihrer ersten Mannschaft jetzt gespielt haben, die bei uns da eingewechselt worden sind. Und da ist es ja, sagen wir jetzt auch für uns schwer greifbar, wer wird denn spielen, anders jetzt als FSV Luckenwalde oder eine Woche später, wenn wir dann wieder auswärts unterwegs sind. Aber das ist das eine. Das andere ist die Basis und das macht uns absolut hoffnungsvoll, auch für das morgige Spiel, die Art und Weise, wie wir gegen Luckenwalde gespielt haben. Und das gilt es halt für morgen Abend mitzunehmen in das Spiel gegen eine spielstarke, trippelstarke, ja, hochbegabte Spieler drin, die ihren Weg gehen werden. Aber morgen Abend spielen sie in Zwickau und das zeigt mir, dass die Punkte hier bleiben. Mit einer guten zweiten Halbzeit in Berlin. Da haben wir ja gezeigt, wenn du dann dort die Fesseln ein bisschen löst, wenn du nicht mehr ganz so das Taktische, da waren wir ja praktisch schon an der Wand wieder, wie so viele Spiele in der Hinrunde. Wir mussten dann alles geben, all in gehen und dann hat es ja funktioniert. Leider das glückliche, bessere Ende hatte dann Berlin gehabt. Das wollen wir natürlich jetzt für uns nutzen, auch dieses Startspiel Luckenwalde mit diesem 1-0-Sieg. Morgen Abend auch zu zeigen, erstes Heimspiel, Top-Bedingungen, 19 Uhr, Anstoß gegen so eine Mannschaft. Ich hoffe, viele, viele Zuschauer kommen und dann wird gepowert. Vielen Dank für den Start. Dann machen wir weiter mit euren Fragen. Ich würde Kim dich mal bitten, das Mikrofon nach vorn zu geben. Schau mal bitte, ob es an ist. Hochschieben bitte. Würde mich mal interessieren, wie die Mannschaft aussieht, der Kader, gibt es Verletzte oder wie sieht es mit den Gesperrten aus, kommt da jemand zurück? Ja, wir haben eine Situation, letztes Wochenende hatten wir, ich gucke gerade nochmal drauf, weil es immer auch sehr schnelllebig ist, auch bei uns hatten wir mit Till Schöneich und Leonard Kotte zwei Spieler plus Leon Asset, drei Spieler aus der U19 mit dabei in Luckenwalde. Ja, also wir sind schon auch eine junge Mannschaft, ähnlich jung wie hat er zweite Mannschaft. Und jetzt zum Morgenabendspiel ist es eine absolute Entspannung. René Rüther kehrt zurück, der gesperrt war, gelb gesperrt war. Lukas Hiemann kehrt zurück. Das vorweg, um die Frage schon zu beantworten. Benny Lehner steht im Tor. Und dann haben wir mit dem Yannick Vogt, mit dem Lukas Albert, zwei Jungs, die ja verletzt oder krank waren, die stehen uns jetzt auch wieder zur Verfügung. Lukas Albert hat jetzt noch kein Mannschaftstraining absolviert, aber war jetzt gestern wieder mal auf dem Platz gewesen. Yannick ist wieder jetzt voll dabei. Und auch ganz wichtig, Zimbo ist Snake.
ist auch wieder mit dabei und kann zubeißen. Ne? So ist der Stand. Und keine Verletzten aus dem Spiel, auch jetzt bis heute von der Trainingswoche her. Und ja, den Rest, denke ich, kann der Fricker mitgeben, wie so die Atmosphäre ist. Ist das jetzt kleine Frage? Oder? Ja. Genau, da können wir ja mal fragen jetzt. Wie sieht es aus in der Kabine? Wie fühlt ihr euch nach diesem tollen Auftaktsieg gegen Luckenwalde und jetzt das Heimspiel Freitagabend, Flutlicht? Ja, die Stimmung ist natürlich nach dem Sieg wie am Sonntag sehr gut. Ich möchte aber auch betonen, dass selbst in der Phase jetzt in der Hinrunde, wo es jetzt wirklich nicht lief für uns, wir trotzdem eine gute Stimmung haben. Ich denke, gerade die älteren Spieler sorgen auch dafür, beziehungsweise die Jungen tragen auch dazu bei. Aber so eine Leistung, wie es der Trainer schon gesagt hat, in Luckenwalde, es gibt auch Selbstbewusstsein, es gibt eine gute Stimmung. Und das hat man gestern halt auch in dem Training gemerkt. Und diese Stimmung müssen wir natürlich halt morgen Abend damit reinnehmen. Wird nicht einfach, ist eine sehr junge Mannschaft. Gerade für uns alten Spieler ist das immer sehr unangenehm. Aber ich denke, ja, wenn man an diesen Punkten ankratzen, die wir jetzt Sonntag schon gut gemacht haben. Ja, und da vielleicht noch eine Schippe drauflegen, was das Fußballspielen angeht, weil wir dann einen geilen Platz haben, dann haben wir auch gute Chancen, morgen die Punkte zu holen. Wir haben akribisch trainiert, Stunden, tagelang. Nee, Quatsch. Es ist eine Einstellungssache gewesen. Das hatte ich ja vor dem Spiel Luckenwalde schon mitgegeben. Und es sollte ja nicht sein. Und da war ich auch sehr enttäuscht für den Moment, weil das sagen wir, gehört sich auch nicht. Mein Kollege Daniel Rupf gibt sich größte Mühe und dann stehst du draußen, dann steht es 0-3 zur Halbzeit. Weil vielleicht der eine oder andere denkt, es reichen nur eben 90% oder 85%, das reicht eben nicht. Und das ist aber wiederum auch positiv zu sehen und absolut auch zu markern, dass auch das wiederum die Spieler, der einzelne Spieler, der Mensch dahinter das verstanden hat, dass es so nicht geht. Und dann eben eine deutliche Leistungssteigerung rein mental von der Einstellung her, von der persönlichen Einstellung zum Spiel, zum Gegner, zum Platz, das ist auch nochmal auch ein wichtigster Teil vom Sonntag gewesen, weil der Platz war zwar optisch ansprechend, aber wenn du selber drauf gestanden hast und dann der Ball gelaufen ist, unheimlich schwer zu bespielen. Und wir haben unser Spiel den Platzbedingungen auch sehr, sehr gut angepasst, anders als jetzt der Gegner, die jetzt ihr Spiel, was sie in der Vorbereitung also sich vorgenommen haben, immer wieder versucht haben. Das ging aber so nicht auf dem Platz. So, und jetzt haben wir ja morgen Abend wieder ganz andere Verhältnisse. Hier draußen ein Top-Platz. Ja, das ist natürlich für den Gegner Hertha zweite Mannschaft, die ohne Druck spielen. Der einzige Druck ist vielleicht der Trainer, wenn er böse guckt. Haben keine Zuschauer. Ja, und da spielen die jetzt hier vor 4.000, ich hoffe, kommen 4.000 Zuschauer. Und da können die sich weiterentwickeln. Ja, und wir haben den Druck, aber wir haben den positiven Druck des Momentums, ein Startspiel zu gewinnen und das noch auswärts. Und jetzt haben wir ein Heimspiel gegen so eine hochbegabte Mannschaft und da können wir auch zeigen, weil wir haben ja auch ein paar begabte Spieler drin. Ja, wenn ich jetzt in das Tableau reingucke, Hertha 2, U-Nationalspieler 18, U-17, U-19, ich weiß es nicht. So, und jetzt gucken wir mal bei uns, wer alles schon mal in so einer U-Nationalmannschaft gespielt hat. Frieger? Ich nicht. Nicht? Ich hätte es dir zugetraut. Nein, aber wir haben den einen oder anderen, der ja auch in der U-Nationalmannschaft dabei war. Ja, Jan Herrmann, glaube ich, Lloyd Kufor, Louis Klein und. Aber es ist jetzt Vergangenheit, sondern jetzt können Sie sich messen mit den aktuellen Spielern von Hertha 2. Und das ist erstmal eine reine Einstellungssache. Und da bin ich aber sehr, sehr positiv, dass die Jungs das morgen hinbekommen. Wir sind trotzdem 50-50, 51%, 49%, wir haben das Prozent mehr. Wir sind tabellarisch hinter Hertha, zweite Mannschaft und es gibt trotzdem keine großen Veranlassungen, irgendwas jetzt anders zu machen und den Hertha-Spielern zu zeigen, ich bin der bessere Fußballer, dann wird es schwer.
Ja, das hat schon mal so mit Taktik zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, hier ist der Ball und jetzt das. Nein, das war ja auch auszeichnend, dass die Mannschaft, das hatte ich auch dann in der Pressekonferenz mitgegeben, wir machen ja auch ein Spieltagsbriefing. Das gibt es auch hier in Zwickau. Ja. Und da tun wir hier und dort auch ein paar Sachen darauf hinweisen, wie wir das machen wollen, ob das Spiel gegen den Ball ist, mit Ball, tot oder Teufel, also alle möglichen Sachen. Und da haben die Jungs in Summe schon auch gut zugehört und es gilt es dann auch morgen Abend wieder auch gut zuzuhören. Man sieht es ja generell als Gesamtes erstmal. Wir treten ja als Team jetzt schon vor der Winterpause, wenn ich da mal die letzten 6 Spiele nehme. Die waren ja teilweise echt auch schon gut, ja, wo man eine Entwicklung gesehen hat. Und da trägt ja dann jeder Einzelne dazu bei. Zu einer Entwicklung gehört ja natürlich auch mal, dass vielleicht eine Phase ist in einer Saison oder einer Hinrunde, wo es mal nicht so läuft. Und gerade die Phase ist ja eigentlich sehr wertvoll für den Einzelnen, dass er da halt mal guckt, okay, was habe ich denn verkehrt gemacht oder was muss ich denn besser machen? Und ich glaube einfach, dass viele Spieler bei uns so eine Phase auch durchgemacht haben und das halt auch erkannt haben und sich dann schon gefragt haben, okay, wie kann ich jetzt weitergehen und wie kann ich jetzt dem Team am bestmöglich helfen? Und das fügt sich dann halt so im Gesamten zusammen. Und der Rico spricht da immer von einer roten Linie, die wir halt beibehalten sollen, auch wenn es mal nicht läuft. Und ich denke, das haben wir halt auch in der Hinrunde schon getan, auch bei vielen Misserfolgen. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum das jetzt so langsam Früchte trägt, warum wir uns jetzt auch so langsam finden, beziehungsweise finden würde ich nicht sagen, wir haben uns gefunden, aber warum wir das jetzt halt auch in Spiele, sage ich mal, in Punkte ummünzen können, ja, dass wir Spiele auch gewinnen. Und da ist es halt wichtig, dass halt jeder einzelne Spieler noch diese Entwicklung weiterträgt, weil ich bin der Meinung, ich will jetzt auch keinen Einzelnen hervorheben. Wir haben viele gute junge Spieler und die sind noch lange nicht da, wo sie hin können, aber sie sind halt alle auf einem guten Weg. Und da müssen wir halt gucken, dass wir diesen Weg nicht verlassen. Und da haben wir halt morgen wieder eine geile Chance, gegen eine junge Mannschaft das fortzuführen. Und da muss halt jeder dann wieder selber gucken, dass er halt seine Leistung bringt und auf diesem Weg bleibt. Gut, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, danke ich euch für euer Erscheinen. Und wir sehen uns dann morgen Abend, wie wir das ja schon erwähnt haben, zu unserem Heimspiel gegen die U23 von Hertha BSC. Danke. Tschüss. Dankeschön. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.